Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, wir waren auf der Suche nach der Stadt Kakariko, wie sie so schön heißt. Und ja, und hier sind wir jetzt zwischen gelandet an diesem schönen Ort hier. Und nur als Standardrandinformation für den Gaming Warrior Typ, falls du dieses Video schaust, schau dies bitte an, es ist wichtig für den Fortgang dieses Projektes. Hat nichts mit euch Zuschauern zu tun. So, nun aber zum Spielbezogenen. Wer ist das? Also wir sind da bei diesem Dings da rausgekommen, ich hab den Namen gerade vergessen. So, also wer ist das? Sag dieser. Zu friedlich ist es hier. Vergisst man leicht, dass die große Verheerung fast das Ende der Welt bedeutet hätte. Allerdings treiben sich hier noch immer Monster herum, um das Schloss Hyrule herrscht das Chaos. Immer noch genug Gefahr für meinen Geschmack. Jedenfalls sollte ein Reisender wie du zumindest etwas Medizin mit sich führen. Medizin? Medizin wird hergestellt, indem man Insekten und Monstermaterialien misst. Sie füllen zwar nicht dein Herzen auf, aber sie machen dich schneller, schützt vor Hitze und Kälte und vieles mehr. Es ist kein Wunder, dass du bis jetzt überlebt hast, wenn du dich noch nicht einmal mit Medizin auskennst. Alles klar, wenn der wüsste, wie oft ich so verreckt bin und Game Over hatte, da muss ich mir ja regelgerecht Sorgen um dich machen. Wer bist du eigentlich, dass du so über mich redest? Ich kenne dich gar nicht. Komm, es gibt dir etwas von meiner Medizin. Ja, da sage ich natürlich Danke. Ja, mit dieser Sportmedizin kann man schneller laufen. Ich nehme die immer, wenn ich vor manchen weglaufen muss. Oder einfach, wenn ich es eilig habe. Das ist schön. Das ist gut. Das ist wichtig. So, sie besteht nur aus Sportechsen und Monstermaterialien, deshalb habe ich immer mindestens 10 Stück dabei. So, sehr schön. Da mal Pferde, da können wir gleich Pferde klauen. Ah, wer ist das? Paragus, es geht erstmal so jetzt mit allen. Kakariko ist über die Brücke weiter davon. Die bauen da ihr eigenes Gemüse an. Ja, cool, wir sind wohl gleich da. Sieh dich in Ruhe um, ich hab's nicht eilig. Kann ich sonst irgendwas für dich tun? Wiedersehen. Ja, cool, ich werde dir folgen zu Kakariko. Aber erstmal schauen wir uns das coole Gebündnis hier an. Und wer ist das? Dieser Typ sieht aus wie so ein Zeiss. Was will denn der? So, willkommen beim Stall der Zwillingsberge. Schön hier, oder? Ja, sieht das schön aus. Man kann es mit Kakariko verwechseln. Also ich weiß keine Ahnung, wie Kakariko aussieht, weil ich mir noch nichts dazu angeschaut habe. Ne, weil ich mich nicht spoilern lassen müsste. Aber bis jetzt sieht das Spiel ja wirklich hammergeil aus. So, man ahnt es nicht mehr. Aber die Verheerung hat diese Gegend einst an den Rand der Zerstörung gebracht. Vielleicht liegt es da am Segen der Zwillingsberge. Auf jeden Fall ist hier alles wieder beim Alten. Sogar die Wildpferde sind hier zurückgekehrt und mit ihnen ist alles wieder aufgeblüht. Übrigens, wohin bist du denn auf dem Weg, Kakariko und Hatendo liegen in der Nähe. Ich frage aber erstmal nach Wildpferden. Ich habe keine Pferde gesehen, wenn ich ehrlich bin. Es sind zwar nicht mehr so viele wie früher, aber man findet hier eigentlich überall. Wildpferde sind Tiere, die in Freiheit leben und niemand gehören. Hätte ich selbst nicht gedacht mit dem Anhängsel von Wild. Willst du jetzt auch noch definieren, was Pferd heißt? Definieren, mal wieder richtig geil, mein Deutsch halt gerade. So, wenn du eines davon fängst, dann kann mein Bruder Tassan erst ganz offiziell erst dein Pferd ins Register eintragen. Kann man auch Pferde klauen? Das ist ja witzig. Oh, das macht einen schönen Soundtrack an. Soundtrack von diesem Spiel zu hören.
Wir hören jetzt nochmal 10 Sekunden zu und dann geht's weiter und dann redet es wieder normal. Und auch so kommen, so flüstern. Also 10 Sekunden, ab jetzt Musik hören. Also dieses leise Gitarrenspiel, was man da gehört hat, sehr schön. So, also wissen, was Pferde sind. Ja, ich bin nach Kakariko. Kakariko ist das Dorf des Hikam-Stammes. Früher einmal sollten sie Maschinen gebaut haben, die sich wie von Geistern bewegen konnten. Dadurch waren sie damaligen König ein Dorn im Auge. Sie wurden vertrieben und lebten von da an im ganzen Land verstreut. Wenn du hier aus dem Weg nach Norden folgst, gelangst du zu einer Brücke. Die überquerst du und folgst weiter dem Weg, dann kommt bald die Tore von Kakariko und Sist. Wenn du nach dem Weg fragen willst, nur kann ich euch, kenne mich hier aus. Gerne, habe ich ja gemacht. Na, auch wenn hier alles wieder wie vorher aussieht, so hat die große Verheerung doch Spuren hinterlassen. Ja, das ist sehr schön, wen haben wir hier? Ein anderer Typ. Hallo, willkommen in unserem Stall, wo du ja alles rund um die Pferde bekommst und die auch selbst ausruhen kannst. Ah, du bist das erste Mal hier, oder? Weißt du, wie sie alle funktionieren? Nein, wie? Dann erkläre es dir mal eben. Du kannst bei uns Pferde unterbringen und nach Belieben mitnehmen. Cool. Vielleicht sind dir unterwegs schon Wildpferde begegnet, leider nicht. Fang eins und bring es her. Wenn du uns ein Pferd bringst und dich bei uns registriert, ist es offiziell dein Pferd. Du kannst bis zu 5 Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wechseln. Möchtest du wissen, wie man ein Wildpferd fängt? Gerne. Gut, ich erkläre es dir gerne. Im Grunde muss man sich nur von hinten an ein Wildpferd anschleißen und sehr langsam, damit es einen nicht bemerkt. Und dann springt man einfach auf ihn. Manche Wildpferde sind allerdings besonders wild. Die muss man doch tatsächlich beruhigen. Wenn das Pferd sich beruhigt hat, kannst du es zu mir bringen. Vergiss nicht, dass wir hier von wilden Pferden reden. Es kann dauern, bis sie sich an den Reiter gewöhnt haben. Manchmal wechselt sie von selbst die Richtung oder werden plötzlich einfach langsamer. Ja, das ist heiß irgendwie, aber okay. Wenn dein Pferd die Richtung wechselt, steuere es sachte in die Richtung und tätzle es. Also, so nach dem Motto. Naja. Mit der Zeit wird dir das Pferd dann mehr und mehr vertrauen und auch besser gehorchen. Ja, das ist so wie bei allen Haustieren, Hunden oder so auch. Naja, wenn man ein Haustier hat, dann muss man es auch an das Haustier gewöhnen. Das Haustier muss es an einen gewöhnen, man streichelt das und alles. Und wenn das dann nach ein paar Tagen schnallt, dass man nichts Böses möchte, ist das auch ganz friedlich. So. Ja, das wissen wir. Ah, man kann ja auch übernachten. So, ja, danke. Ich komme wahrscheinlich sicherlich nochmal zurück. Was sind das hier denn für Wälse? Also, hier geht es um Raumersatz. Warte mal, Prisen. Hey, was hast du denn für ein Problem? Hast du jetzt einfach belauscht, Digga? Wir sind Schatzsucher und das Schatz des Räuberkönigs gehört uns allein. Pressen! Du quasselst so viel! Hör auf! Es tut mir leid, war keine Absicht. Wir haben auf jeden Fall jedenfalls wichtige Dinge zu bereden. Also lass uns in Ruhe. Zu liegen, mein Bruder! Redet besser Blödsinn, vergiss, was er gesagt hat. Gamasatz? Er hat's nicht vergessen. Die wäre jetzt auch zu schön gewesen. Warum sagen wir ihnen nicht alles? Wir haben das Rätsel nicht gelöst. Da wird er wohl kaum schaffen. Da hast du wohl auch wieder Rest. Das Herz des Räuberkönigs Rama. Wer ihn findet, wird stinkreis. Geil. Nur ist, dass wir dir die Infos nicht umsonst geben können. Das hast du doch wohl nicht erwartet. Mein Bruder ist der beste Schatzsucher überhaupt. Der was immer wo es zu holen gibt. 100 Rubine. Ich meine, diese heißt, Information ist locker mehr als 1000 Rubine wert. Angesichts dessen, dass ich den beiden Typen nicht
vertraue und weshalb auch immer noch 0 Rubine habe, wo gibt's die eigentlich, ich muss die suchen, werden wir nichts zahlen. Sehr schön, je weniger Konkurrenz wir bei der Suche nach Amosatz haben, desto besser ist es. Okay, dann alles viel Spaß. So, der Slave, der Terry. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Stimmt, den kennen wir ja. Was hättest du gern? Achso, gar nichts. Sorry. So, wir machen jetzt auf den Weg nach Kakariko. Wir haben alles gesehen, was wichtig ist. Wir folgen den Pendler. Und gehen weiter. Vielleicht haben wir noch kurz nach einem Pferd, der geht ja recht gemütlich hier entlang. Vielleicht tun uns irgendwo random irgendein Pferd uns hier. Mann. Ich komme hier nicht rein. Na egal, die Pferde, lass es Pferde sein. Wir brauchen erstmal keins. Wer ist das? Moon. Oh, Verzeihung. Ich sah in der Gedanken und hab das gar nicht bemerkt. Bitte entschuldigen. Ich forse Tag und Nacht, um den Phänom des Blutmonds auf die Spur zu gehen. Blut was? Wie? Das kennst du nicht? Das geht ja nicht an. Hör mich zu, auch schon wieder aus, ey. Und der Pendler geht zu ihm weg. Es begann am Tag der Verheerung. Seitdem zeigt sich in gewissen Nesten ein roter Vollmond am Himmel. Und ist ganz unabhängig von der eigentlichen Mondphase. Um Mitternacht färbt sich dann gesamter Himmel blutrot. Das sieht dann mal geil aus und wetten, dass wir das gleich sehen werden. Zu diesem Zeitpunkt erheben sich alle Monster, die eigentlich getötet sein sollten, und werden neu beseelt. Das ist der Blutmond. Warum werden die Monster wiederbelebt? Und warum taucht wie aus dem Nix ein roter Vollmond aus? Niemand hat eine Antwort auf diese Frage. Es ist ein rätselhaftes Phänomen. Wenn du etwas über eine Blutmutter herausfindest, lass es mich bitte wissen. Gerne. Aber jetzt geht's schnell. Den Pendler einholen. Der jetzt random auf überraschende Weise weg ist. Jetzt hoffen wir gehen richtig. In die Richtung. Vom Kakariko. Falls uns jetzt wieder irgendwelche ungebetenen Leute hier in die Nähe kommen sollten, lege es mir geschwind diese Waffe hier nach hinten, um dann notfalls hier angreifen zu können. Ah ja, wer hat's denn gesagt? Hier haben wir den ersten. Geh weg. Ist ja verreckt, ne? Aber den Bogen nehme ich gerne. Lol. Schade, ich kann gar Knochen nehmen. Ah, es wäre jetzt auch mit dem. Ich habe keine Ahnung. So. Ist jetzt ein Wegfahrer? Wegfahrer. Sind interessant. So. Ah ja, wie wir sehen, ist das nicht mehr weit nach Kakariko. Denn da ist schon die Brücke. Und wie es weitergeht und ob wir Kakariko finden werden, das wird ihr vermutet im nächsten Part. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt Zelda, Breath of the Wild. Mit den komischen Worten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!